seid wieder auf dem Kanal auf ins Dunnyland gelandet. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute ein bisschen dabei mit, wie ich hier an meinem Glücksbechi für das Regenbogen-Event auf Facebook weiter painte. Wie ihr seht, habe ich schon ganz schön was geschafft. Das Einzige, was mich Nerven kostet, ist, dass es doppelseitige Klebefolie ist und dass schon einige von diesen Blättern hier kaputt gegangen sind. Ich habe die, die ich heile runterkriegen konnte, habe ich hier wieder reingemacht. Aber es sind tatsächlich einige kaputt gegangen. Das ist echt ärgerlich. Gut, Luftblasen, ja, Skalpell und dann rausmachen. Das Thema hatten wir ja schon öfter, aber ich finde es schade, dass mein Release-Paper darunter leidet. Okay, es ist nicht das qualitativ hochwertigste. Es gibt welche, die sind deutlich dicker, aber ich fand die so niedlich. Und bis jetzt auf den anderen Bildern, wo ich das benutzt habe, hat das immer ohne Probleme funktioniert. Ja, ich habe ja hier meine Schiffchen geraten. Ist mir hinterher ist aufgefallen, dass sie auch zum Regenbogen passen. Ja, hier ist es leicht schräg, weil das so gedruckt wurde und es war eins der ersten. Nee, das war das erste. Aber es ist egal. Mein Sohn hat sich da so viel Mühe beigegeben. Und man kann es benutzen, ohne Probleme, einwandfrei. Und ich painte richtig gerne aus diesen Schiffchen. Habe ich euch, glaube ich, schon öfter gezeigt. Ja, so, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also ich habe hier meinen Kaffee. Mit meiner Tasse, wo ich der Meinung bin, da ist ein Dackel drauf. Irgendwer hatte mir geschrieben, dass es ein Golden Retriever ist, aber eigentlich... ja, ist doch schön, wenn man ein Motiv hat, mit dem man zwei Leute glücklich machen kann, nämlich Retriever-Fans und Dackel-Fans. Also von daher, ja. Ich habe mir so ein bisschen Haselnuss-Karamell-Sirup da reingemacht. Sehr lecker. Unser Sonntagsfrühstück haben wir schon hinter uns. Und ja, genau. Ich habe hier auch mein Handy, falls ich nebenbei noch irgendwie ein Video mir angucken möchte. Und ja, da kommt schon wieder was. Ich lege das mal so ein bisschen. So unbedingt alles gleich sehen. Ja, und ja, es ist halt, wie gesagt, doppelseitige Klebefolie. Da nervt mich auch so ein bisschen, dass ich es nicht schieben kann. Ja, aber ansonsten, das Bild ist niedlich, das Bild macht Spaß. Ich muss halt irgendwie immer gucken, weil ich habe ein aktuelles Problem, dass mir ständig die Finger einschlafen und kribbeln. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und die sehen schlimm aus aktuell. Der ist mir auf der Arbeit schon wieder abgebrochen. Der war aber auch vorher schon angeditscht, also da hält er nicht wirklich viel drauf. Aber ach, naja. Mein Gott, wir wollen mal nicht zu wählerisch sein. Ich glaube, ich war beim Tee. Und ich hatte mir, genau, ich hatte mir das hier so draufgelegt. So, dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen runter. Das heißt, wartet mal. Dann muss ich ja wieder so schieben, dass ihr das sehen könnt. Und dass ich mich nicht verrenke. Mal gucken, ob das so geht. Ich schau mal gerade, sieht man das? Ja. Wie machen die anderen das immer so, dass man das so cool sieht? Ich weiß es nicht. Ich zoome euch mal ganz runter und ich schieb euch mal ein bisschen durch die Gegend. Haltet euch fest, es geht los. Ha! Und irgendwie bewegt es sich noch nach, obwohl ich gar nicht mehr bewege. So, ich hoffe, euch ist dabei nicht schwindelig geworden. Ja, und wie ihr seht, sind hier... Ja, es ist nicht 100% akkurat gesetzt, aber wie gesagt, ich komme mit doppelseitiger Klebefolie nicht zurecht. Ja, ich bin dann auch faul und setze mit einem Mehrfachaufsetzer, liegt vielleicht daran. Aber guck mal, die sitzen jetzt, würde ich mal sagen, obwohl die mit einem Mehrfachaufsetzer jetzt gesetzt wurden. Aber das Problem ist, man kann halt null korrigieren, weil der ist mir jetzt, den muss ich jetzt wirklich mit der Pinzette hoch und muss den draufsetzen. Weil ich habe festgestellt, wenn man nur so ein bisschen schiebt, dann ist die Folie gestretcht sozusagen und die zieht sich dann wieder zurück. Also man muss wirklich nach oben hoch und neu runtersetzen. Aber ich kann ja jetzt auch in der Zeit, wo ich mit euch quackel, einfach mal einzeln setzen. Ja, weil mein Ziel ist es ja, diesen Monat dieses Bildchen hier fertig zu kriegen.
Und auch diesen Monat noch das angefangene Hakuna Matata Bild. Das von dem Event Hakuna Matata. Da habe ich ja das Nashorn, was durch die Wand bricht, von Karat Art gemacht oder angefangen. Das möchte ich auf alle Fälle diesen Monat noch fertig kriegen, damit ich dann im Oktober mit meinem Drills and Shields Bild, was hier von letzten Jahr noch angefangen rumliegt, weitermachen kann. Und wenn ich das fertig habe, dann möchte ich ja noch das Eventbild, was vom Mandy Manzano Event hier noch rumliegt, auch noch fertig machen. So der Plan. Und eigentlich wollte ich ja dann auch im November, am Gnovember teilnehmen. Da habe ich von letztem Jahr von meinem Shoppingwagen noch so viele Sachen liegen. Da muss ich dann mal gucken, welches ich da nehme. Und und dann mal schauen, was ich im Dezember dann noch fertigstellen kann. Weil im Dezember macht die Heidi das ja so. Da gibt es, glaube ich, ein Event oder macht sie es nur so. Auf jeden Fall, dass ich da dann noch einiges fertigstelle, was hier angefangen rumliegt. Damit man dann mit frischem neuen Elan ins neue Jahr startet. Habe ich hier keine Vierer mehr? Dann muss man hochkant nehmen. Genau, dass man da. Jetzt habe ich doch wieder mehrfach aufsetzt. Habt ihr gesehen? Wenn man beim Quasseln nicht nachdenkt und dann in seine Routine zurückfällt. Ja, ich arbeite eigentlich mit dem Viereraufsetzer ganz gerne. Ja, auf jeden Fall, dass ich dann dieses Jahr noch so einiges Angefangenes hier wegarbeiten kann. Vor allem, ich habe ja nicht nur Painting-Bilder angefangen, ich habe auch Kreuzstickbilder angefangen, ich habe auch Perlenstickbilder angefangen. Und ja, ich fange gerne Sachen an, aber ich stelle auch hin und wieder was fertig. So ist es ja nicht. Also, ne? Genau, das mache ich ja auch. Das wäre ja sonst. Ja, nur angefangene Sachen habe ich hier nicht liegen. So, jetzt nehme ich auch nochmal den Mehrfachaufsetzer. Genau. Und was mich bei diesem Bildchen hier noch anstrengt, hier sieht man es jetzt nicht so krass. Hier habt ihr die P's. Oh. Jetzt habe ich vergessen rauszugehen. Die Erntewagen fahren gerade vorbei. Egal. Heute ist nämlich bei uns großes Erntefest in der Gemeinde. Ich gehe vielleicht doch mal ganz kurz raus. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Wagen das waren. Die machen ja irgendwie Sternfahrt. Bei uns ist immer nur alle 5 Jahre, glaube ich, Erntefest. Alle 4 oder 5? Nee, ich meine alle 5. Alle 5 Jahre, genau. Ich habe hier noch ein Sternchen drin. Jetzt bin ich sogar ein bisschen aus der Puste, weil ich so schnell die Treppe hochgelaufen bin. Ja. War ganz interessant. Die ganzen Vereine. Schützenverein war lustig. Da war der Wagen mit den Schützen. Vom Trecker gezogen und hinten dran mit etwas Abstand war ein einzelner Hänger noch, also ein Trecker mit einem kleinen Hänger. Da saß dann der König drin, der Schützenkönig. Vermute ich, dass er das war, ich weiß nicht. Ja, Luna, willst du auf den Schoß? Ja, die frieren so, die Dackel, vor allem die Kleine. Na komm her, die hat so wenig Fell und es ist jetzt so plötzlich so kalt geworden. Also ihr seht sie jetzt nicht, weil ich so rangezoomt habe, aber sie ist jetzt hier bei mir. Chitter, chitter, chitter immer, ne? Ja. Also die Dackel haben auch eben den ganzen Krach, den die Wagen gemacht haben, ganz gut überstanden. Ich habe bei denen am Zaun gestanden, mein Mann war unten an der Straße. Huch. Seht ihr, das hasse ich, so eine doppelseitige Klebefolie. Dass man jetzt hier, dass man... Luna, könntest du mal dein Fell da außen, bitte? Mäuschen. Auch hier beim Weißen seht ihr, wie unsauber das gelegt ist. Wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben, bevor wir von dem Erntewagenkrach unterbrochen wurden? Ich habe keine Ahnung. Also früher sind wir ja auch mitgefahren. Da haben wir auch mitgeschmückt. Da hatten wir auch einen Anteil am Wagen. Hat damals jeder... Für den Kauf von diesem Hänger, wer da was zugegeben hatte, der hatte ein Anrecht auf einen Sitzplatz, also um da mitzufahren.
Wenn man dann aber sagt, nö, man wollte nicht, dann konnte man den auch weitergeben. Inzwischen haben mein Mann und ich unsere Plätze an unsere Tochter und ihren Freund abgegeben. Die waren da auch eben mit drauf. Und ja, mein Mann hat seine Flasche Bier zugeworfen bekommen vom Ortsbrandmeister. Hat aber lange gedauert, bis er geschnallt hat, wo die liegt. Und ich wollte sie erst holen, da war er dann aber dann doch schon da. Ich habe erst gedacht, warte mal, aber sie ist heile. Also er hat sie gut geworfen, sie ist auf dem Rasenstreifen zum Liegen gekommen. Alles gut. Und irgendwas wurde noch geworfen. Jetzt bei uns keine Bonbons, weil wir standen jetzt hier ja nicht mit Kindern. Genau, und die, gestern war ja große Zeltdisco. Und jetzt machen die ja Sternfahrt, ich weiß gar nicht. Es sind ja 15 Ortschaften bei uns in der Gemeinde und jeder Ort hat ja, ich weiß gar nicht, ob jeder Ort eingestellt hat. Manche haben ja auch mehrere, durch mehrere Vereine und so. Auf jeden Fall. Ja, fahren die da jetzt hin. Zum großen Festzelt. Aber der Weg ist das Ziel, ne? Da wird unterwegs tausendmal angehalten und gesoffen. Aus dem Alter sind wir raus und deswegen haben wir, wie gesagt, es weitergegeben. Ja, seid ihr auch schon mal auf dem Erntewagen mitgefahren oder seid ihr dann eher die Leute, die dann da stehen und zugucken? Oder habt ihr damit gar nichts am Hut? Ich weiß auch gar nicht, in der Stadt, wie sieht das da aus? Gibt es da Erntefest? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ein Dorfkind. Aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Partykind. War ich noch nie, werde ich auch nicht sein, muss ich nicht haben, brauche ich nicht. Krach finde ich sehr anstrengend, viele Menschen finde ich sehr anstrengend und wird im Alter nicht besser, ganz im Gegenteil. Jo. So. Ja. Ach, ich glaube, wir waren dabei, dass ich euch erzählt habe, dass meine Hand irgendwie mal einschläft, ne? Also ich habe auch irgendwie momentan mit Rücken. Ich habe mit bei der neuen Arbeit, ist ja so, dass ich ja nicht nur in der Näherei bin, weil da gar nicht so viel zu tun ist. Ist halt wie gesagt ein kleiner Familienbetrieb mit Luna. Das seht ihr jetzt nicht, aber wartet mal. Muschelein. Oh ja, die frieren so, wenn das so plötzlich so kalt geworden ist und man sein Fell nicht so schnell aufstocken kann, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch in der Montage geholfen. Und ich habe bei 114 Stühlen die Sitze drauf montiert. Und das macht ihr ja, indem ihr die Sitze verkehrt rum wo drauf liegt und dann die Stühle hochhebt, umdreht und draufsetzt und festschafft. Ja, macht das mal in zwei Tagen bei 114 Stück. Und deswegen habe ich Rücken und deswegen schläft mir, glaube ich, auch immer die Hand ein. Ich hatte das schon obwohl das war schon bevor ich die Stühle zusammengebaut habe. Ich war ja vergangenes Wochenende mit meiner besten Freundin auf Fehmarn und dann haben wir eine Radtour gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir ständig beide Hände eingeschlafen sind. Und jetzt merke ich es halt auch beim Painten und beim Sticken, dass es hier bei der einen Hand ist. Ja, muss ich mal beobachten. Hm? Luna, möchtest du dich nicht einfach mal hinlegen? Hm? Ja. Ja, gestern hatten wir ja Besuch von meiner Schwester und meinem Neffen. Der lebt ja in Hannover. Und da war er mal im Lande, sage ich mal, waren sie zum Kaffee trinken da, war mein Vater auch gleich mit. Wenn man sich schon mal wieder trifft, habe ich gedacht, dann kommen wir halt alle hier mal zusammen. Und heute geht es dann weiter, heute Nachmittag, da kommt dann die Oma von meinem Mann, die ist schon Mitte 90, die kommen uns besuchen. Ja, sie sagt, sie will noch mal in die Heimat, noch mal uns besuchen kommen. Ja, mit Mitte 90, ja. Mal gucken. Und sie wollte unsere Lulu noch mal kennenlernen, ne? Ich hatte sie noch nie gesehen. Die haben wir jetzt ja schon etwas über ein Jahr. Aber, ja, leg dich mal hin. Genau. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen. Ah, die hat sich jetzt hier hingelegt. Aber guck mal, draußen scheint die Sonne. Ihr könnt auch noch mal rausgehen. Aber es ist schon kalt geworden. Also wirklich.
Ich habe schon letztens auch Spaß zu meinem Mann gesagt, ob er nicht mit den Ofen anmachen kann. Aber der ist noch gar nicht vorbereitet. Der muss erst noch geputzt werden. War das dann schon? Also freue ich mich dann auch wieder drauf, wenn jetzt so ja die kalte, gemütliche Zeit anfängt, wo man dann früh drin dunkel wird und man sitzt dann schön gemütlich auf dem Sofa und stickt. Das habe ich zum Beispiel gestern gemacht. Gestern Vormittag und auch gestern Abend. Ich habe eine neue Serie entdeckt. Also die ist nicht neu. Ich habe da auch schon mal irgendwann Vorschau von gesehen, aber irgendwie habe ich sie für mich jetzt entdeckt. Und zwar The Designate Survivor. Also hier der Designated, was heißt denn das? Auf jeden Fall der Überlebende, hier der bestimmte Überlebende oder wohl hier von der amerikanischen Regierung ein Abgeordneter quasi an einen geheimen Ort gebracht wurde, wo da die Sitzung stattfand, falls was passiert, dass man dann einen Überlebenden aus der Regierung hat und dann ist tatsächlich was war denn das? Der ganze Senat oder was da umgebracht worden und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ganz interessant. Ist bei Netflix so ein Polit-Thriller. Mal gucken. Aktuell ist es noch interessant. Mal gucken, wann es das nicht mehr ist. Oh, wie hieß denn die Serie, die ich früher auch schon mal geguckt habe? Die war auch, fand ich auch sehr interessant am Anfang. Ging es auch um amerikanischen Präsidenten und so. Und nachher fand ich die schrecklich, weil sich das, weiß ich nicht, die Handlung, also ähnliche Handlungen, haben sich immer wiederholt nachher. Und du denkst ja, schon wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Ging halt eigentlich auch immer um Machtkampf. Und was ich dann so schlimm fand, aber ich glaube, das ist einfach diese amerikanische Art, dass die sich so gegenseitig so extrem laut anschreien, hineinsteigern und weiß ich nicht. Ist nicht meins gewesen irgendwann. Am Anfang, wie gesagt, fand ich es ganz interessant. Da war es auch noch nicht so extrem. Und dann wurde das immer schlimmer. Und dann habe ich das nicht mehr geguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie das hieß. Und na, Luna, was wird das jetzt hier? Bitte nicht dein Köpfchen auf mein Bild legen. Ja, okay. Ganz knapp daneben. Jo. Oh, müde bist du auch momentan dauernd, ne? Und was habe ich noch mal eine Zeit gerne geguckt, wo ich dann aber auch festgestellt habe, als wenn denen irgendwann die Handlung ausgehen. Suits, genau. Suits habe ich auch eine Weile gerne geguckt. Und dann war aber auch, da war auch immer nur dieser Machtkampf, wer wird Partner und weiß ich auch nicht. Fand ich dann auch irgendwann nicht mehr so wirklich interessant. Weil, wie gesagt, es hat sich irgendwie dann immer wiederholt. Was ich ja zum Beispiel irgendwie, was gar nicht so meins ist, ich weiß auch nicht, wie das heißt, fand meine Freundin, sagt so, oh, das musst du mal gucken. Spielt im 18. Jahrhundert, ist das in England oder was? Läuft, glaube ich, auch bei Netflix. Ich komme jetzt nicht drauf, wie es heißt. Ist nicht so meins. Also ich gucke gerne so Sachen aus dem Zeitalter, aber dann bitte Dokumentationen und nicht irgendwelche komischen, nicht unbedingt der Realität entsprechenden Serien, weiß ich nicht. Was ich halt auch ganz gerne gucke, ist so Reportagen oder Dokumentationen, einmal so alles, was mit Geschichte zu tun hat, finde ich ja sehr interessant so. Sei es jetzt Christentum, dann nicht so unbedingt, weil ich so super gläubig bin, sondern halt einfach, ja, weil es Geschichte ist, ne? Oder auch hier habe ich eine Reportage gesehen über damals den Auszug aus Ägypten, was eventuell tatsächlich das eine Naturkatastrophe, die Plagen hervorgerufen hat und sowas. Also das war schon ganz interessant. Mein Kaffee ist schon wieder kalt. Irgendwie trinke ich zu 99% kalten Kaffee, ich weiß auch nicht. Jo. Luna Mäuschen, möchtest du dich nicht doch lieber ins Körbchen legen?
Dann hast du eine Decke, kannst du dich einkuscheln. Ich habe ja mal so einen Pullover bepainted. Wer meinen Kanal schon länger folgt, der kennt den. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Ich habe den eben besucht, weil ich wollte ihr den überziehen. Das ist ein bisschen wärmt. Aber den haben wir nicht gefunden, ne? Sicher? Ja, ist halt auch ganz plötzlich so kalt geworden, ne? Ich überlege, letztes Wochenende, also heute vor einer Woche, sind wir aus Fehmarn zurückgekommen. Wir waren da ja nur Freitag, Samstag, Sonntag. Da war es ja so heiß noch. So heiß. Und jetzt ist es schlagartig so kalt geworden. Kein Wunder, dass ihr da friert, ne? Meine Süße. Ja. So, ja, ich bin ja mal gespannt, ob ich dieses Wochenende das Bildchen hier noch fertig kriege oder nicht. Wobei, ich wollte eigentlich auch noch ein anderes Video für euch machen. Und zwar hat nämlich mein Mann mir, als ich aus Fehmarn zurückkam, also normal ist es ja so, die wegfahren, bringen ein Präsent mit für die, die zu Hause geblieben sind. Habe ich aber nicht. Aber er hatte was für mich. Das wollte ich euch in einem extra Video zeigen. Und es hat nichts mit Sticken, nichts mit Diamond Painting, nichts mit Perlensticken zu tun. Auch nichts mit Dackel, sondern mit Klemmbausteinen. Fand ich aber niedlich. Deswegen, das muss ich euch noch unbedingt zeigen. Das mache ich aber in einem anderen Video, weil das hier ist ein Painting-Video und ja, ist ja nicht für alle was. Und deswegen mache ich da ein extra Video zu. Und das wollte ich aber eigentlich heute auch noch machen. Muss ich mal gucken, wie weit ich das noch schaffe. Na Luna, was schnüffelst du da jetzt? Komm mal her, ich leg dich mal zum Buddy. Nee, ist Buddy aufgesprungen. Pass auf, dann lege ich dich jetzt auf Buddys Platz. Ja, guck mal, da ist nämlich ein bisschen Sonne. Da. Und dann könnt ihr beide euch zusammenkuscheln. So. Also nicht, dass ich nicht gerne mit ihr kuschel. Aber irgendwie habe ich hier schon so viel Haare kleben, wie ihr sicherlich sehen könnt. Und irgendwie möchte ich da nicht noch mehr. Hier sieht man es jetzt. R und P so dicht zusammen, ne? Ist dann schon ein bisschen anstrengend. Jo. Ja, jetzt habe ich hier auch schon Haar dran hängen. Und ich muss Wachs nachfüllen. Ich glaube, ich schalte euch jetzt einfach mal in Zeitraffer. Ich werde hier noch ein bisschen painten. Ah. So. Und werde mir dabei noch ein Video angucken. Mal gucken, was ich Schönes entdecke. Platsch. Ah, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Da ist der grüne Stein hingeklatscht. So, das war ein P. P haben wir hier. Ja, genau. Dann mache ich hier mal noch ein bisschen weiter. Jetzt habe ich wieder 4 drauf und gar keine 4 hier. Oh, ich bin auch manchmal echt... Ach ne, sind jetzt nur noch 3. Einer ist ja runtergeplatscht. Seht ihr, das hat der gewusst. Das hat der gewusst, sonst wäre der nicht... Ach ja. So, aber da wären tatsächlich 4 gewesen, aber ist jetzt auch egal. Und ich glaube, hier muss auch ein bisschen Wachs wieder rein. Weil der Wachs, der kriecht ja immer noch hier hinten in... Wo bin ich denn? Blub. Da. Er kriecht ja immer da in die Spitze rein. Oh Gott, und jetzt sieht man hier meinen kaputten Nagel. Egal. Und da muss man halt regelmäßig nachfüllen, ne? Ist so. Ja, okay, also ich werde jetzt hier mal noch ein bisschen weitermachen und mal gucken, wie weit ich komme und euch dazu holen. Und ich denke mal, die Tage werde ich das Bildchen dann auch fertig haben.
das war's erstmal für heute. Also dieses Fältchen hier ist ja fast fertig und dann habe ich nur noch das und dann ist es geschafft. Ja, geht dann manchmal doch schneller als man denkt. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, mein kleines Paint with me hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer sehr. Und ansonsten bleibt mir dann nur noch zu sagen, dass ich euch von Herzen wünsche, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.